Hi zusammen, wir sprechen heute über die Reinigung in der Skincare und ich habe zwei Produkte. Eins davon ist ein Oldie but Goldie, den kennt man aus meinen Routinen. Ich werde euch mal die ein oder andere Routine unter das i legen. Und dem hier, den kenne ich schon ein bisschen länger. Ich habe das erste Gegen Gorgeous Produkt bei Purish bestellt. So, nee, ich kenne es aber schon länger, denn die Shenya hat sich damals mal ein Vitamin C gekauft. Das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen länger her und da habe ich schon gesehen, was, so ein teures Waschgel. Ich habe doch meins, das kostet 7 Euro weniger. Ich glaube, es sind 7 Euro. Ich habe gestern einen Short gedreht für YouTube und ich weiß den Preis immer noch nicht. Ich werde es euch auf jeden Fall einblenden und die beiden Produkte mal gegeneinander stellen. Das Thema Reinigung ist eine wichtige Sache. Ich habe es, glaube ich, in einem anderen Video von mir auch schon erwähnt, dass eine Reinigung einfach mild daherkommen muss. Reinigung ist für eure Haut immer Stress. Und ich komme noch aus einer Zeit, ich bin 45, da hat man Clearasil verwendet. Und euch muss ich nicht erzählen, euch Älteren der Zielgruppe, dass das die Haut enorm ausgetrocknet hat. Ich bin früher mal zu meiner Kosmetikerin gegangen und die hat mir dann erst erklärt, nur weil ihre Haut fettig ist, ist sie nicht so, dass sie keine Feuchtigkeit braucht. Sie haben eine feuchtigkeitsarme Haut. Ich habe alles rausgezogen, schon mit Alkohol und richtig schlimm agiert. Und da habe ich dann angefangen, zum ersten Mal so richtig mich mit Wirkstoffen auseinanderzusetzen. Das mit duftstofffrei und so, also cleaner Kosmetik, das kam ein bisschen später. Und recht lange verwende ich den hier schon. Der hat sich aber äußerlich nicht nur verändert, sondern das Produkt selber hat sich auch verändert. Und ich kann nicht mehr vergleichen, wie es früher war. Ich müsste mal in mein altes Video reingucken. Vielleicht verlinke ich euch das einfach auch mal unterm i, weil da habe ich, glaube ich, auch die Inhaltsstoffe eingeblendet. Manches Produkt ist flüssiger als andere, ne? Also ich verwende das ja in einer Regelmäßigkeit und ich kriege das ja auch so ein bisschen mit und der ist halt einfach vor allem schon im Gegensatz zu dem hier viel flüssiger. Wir haben in beiden Tuben 150 Milliliter. Das Ding ist, beide sind milde Waschgels und ich empfehle den auch immer wieder weiter, ne? Also wenn ich Fragen bekomme und jemand irgendwas nicht verträgt, liegt es meistens auch an der Reinigung, die halt nicht mild genug ist. Nochmal an der Stelle, ich habe es in einem anderen Video schon gesagt. Verzichte nach Möglichkeiten auf Double Cleansing. Ich mache es auch, wenn ich geschminkt bin, weil es ist mir einfach sicherer, den ganzen Schmodder auch runterzukriegen. Aber ich bin halt auch nicht regelmäßig geschminkt. Und von dem her gucke ich halt schon immer, dass ich das mit dem Öl am Abend alles, also gerade den Sonnenschutz, den ich jetzt auch drauf habe, dass ich den halt wirklich anlösen kann. Das kriege ich mit dem Waschgel nicht hin. Und mit dem kriege ich es auch nicht wirklich hin. Also manchmal klappt das. Also so im Herbst, Winter greife ich da eher auf ein Öl zurück. Funktioniert bei mir besser, ne? Also generell kann man da keine Regel reinbringen. Wenn du mit anderen Produkten das besser schaffst, dein Gesicht zu reinigen, besonders am Abend, weil du Öl nicht verträgst, diese generelle Regel gibt es nicht. Was ich dir aber an die Hand geben kann, ist Finger weg vom Double Cleansing. Ne? Also in Gesprächen, wo ich halt Fragen gekriegt habe, habe ich ganz oft halt mitgekriegt, dass man das halt auf einer regelmäßigen Basis macht. Das reizt die Haut unnötig und dann verwendet man noch reizende Actives und hat dann noch zusätzlich Probleme mit der Haut. Also es fängt schon bei der Reinigung an und verwende tatsächlich ein Produkt, mit dem du halt wirklich das Gefühl hast, das performt auf deiner Haut gut und das ist wieder von Mensch zu Mensch anders. Ne? Also ich habe sehr fettige Haut und bei mir performt fast alles eigentlich gut an Reinigung. Außer mit Schaum, das ist für mich halt so, für meinen Hauttyp einfach etwas zu sanft. Da greife ich recht selten drauf zurück. Ich werde euch dem nächsten Produkt mit Schaum vorstellen, wieder was neu in der Drogerie ist. Mal gucken, wie ich damit zurechtkomme, aber es war bei mir früher schon so, dass ich damit nicht so klargekommen bin. Die beiden sehen ähnlich aus, so von der Aufmachung, ne? Also das eine Gegen Gorgeous, das andere Balea Med und es liegen tatsächlich 7 Euro, wenn ich jetzt falsch liege. Ich weiß es, wie gesagt, tatsächlich nicht auswendig dazwischen. Und dann fragt man sich schon, lohnt sich das für ein Waschgel? Und ich war halt einfach irgendwann dann tatsächlich neugierig und habe die 10 Euro ausgegeben. Es gibt hier tatsächlich
einige positive Dinge. Fangen wir mal an mit der Verpackung. Klar, wir haben hier eine Tube, aber es heißt ja immer wieder, du brauchst gar nicht so viel Produkt. Also muss aus diesem Spender auch nicht so viel Produkt rauskommen. Und das tut es hier tatsächlich nicht, ne? Also eine kleine Menge reicht, um dein Gesicht zu reinigen. Mehr ist oftmals wirklich nicht mehr, ne? Und da das Produkt hier ein bisschen fester ist, reinigt es irgendwie auch besser. Na, also ich habe eh so eine Affinität bei Produkten, die so ein bisschen so einen Widerstand liefern, dass ich die einfach besser finde. Aber das ist eine Gefühlssache. Was aber Tatsache ist, es schäumt nicht so stark. Wenn ein Produkt nicht so schäumt, bedeutet das meistens auch, das ist nicht so anstrengend für deine Haut. Es ist natürlich auch so eine gewisse Umgewöhnung. Ah, wieso schäumt das nicht so stark? Aber da du hier halt wirklich nicht so viel brauchst, und ich habe tatsächlich mit der Menge immer so ein bisschen rumprobiert, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, und es war halt immer vom Hautgefühl auch gleich. Und ich habe meine Haut tatsächlich am Morgen immer sauber gekriegt. Also ich verwende sowas hauptsächlich am Morgen. Zum Teil habe ich es im Sommer auch am Abend verwendet. Allein dieses Waschgel spannt bei mir auch nicht auf der Haut. Ich probiere das dann auch immer, dass ich es mal so eine Zeit lang nur mit Waschgel, dass ich nur mit Waschgel durch die Gegend laufe, natürlich abgewaschen, aber jeder kennt das Gefühl, der eine fettige Haut hat und sich erstmal mit einem Waschgel wäscht. Manche spannen halt schon so ein bisschen, ne? Das tut das hier gar nicht. Also ich bin mega zufrieden und diese Sparsamkeit, neues Wort entwickelt, dieses Sparsame ist halt auch eine Sache, die man sich vielleicht mal angucken kann. Also ich habe jetzt nicht geguckt, wie lange ich für den hier brauche, also wie schnell das bei mir leer ist, weil ich doch mir auch angewöhnt habe, nicht gern so viel Produkt zu verwenden. Aber hier musst du dich noch nicht mehr anstrengen. Da kommt nicht viel raus, weil du brauchst halt einfach auch nicht megamäßig viel. Und das hat das Gute an der Sache. Mit fast 10 Euro muss man sich hier natürlich schon ein bisschen überlegen, will ich das? Und ich sage in meinen Videos nie ohne Grund, Reinigung muss nicht teuer sein. Aber wir Skincare-Leute, wir sind gerne mal so ein bisschen unterwegs und gucken so, ah, wie funktioniert das und wie funktioniert das? Beide Produkte kommen Gott sei Dank ohne Duftstoffe aus. Ich glaube, das ist so ein Thema, das man heutzutage auch nicht mehr so wirklich erwähnen muss. Das steht bei mir in meinem DM. Ich glaube, das ist in jedem DM ähnlich. Das steht bei mir so relativ weit am Boden. Müssen wir mal gucken. Die fallen halt nicht so wirklich auf, die Produkte, weil sie halt eben auch weiß sind und so und nicht die fancy neuen Produkte sind. Den gibt es halt echt schon ewig. Der hat halt, wie gesagt, glaube ich, müsste ich jetzt gerade selber mal in meinem Video gucken, die Formulierung ein bisschen verändert. Mit knapp 3 Euro bist du ja halt wirklich, das ist eine sichere Bank. Wenn man mich fragt, empfehle ich generell immer den. Also meistens den, denn bei dem anderen von Balea Expert, da sind halt eben Säuren drin und das verträgt halt nicht jeder. Deswegen da rein verträglich, ist es noch früh. Ich verwende gerade lauter neue Wörter. Also rein vom Vertragen her ist der halt schon echt safe, muss ich sagen. Wenn man wirklich noch gar nicht weiß, was man nutzen möchte. Kennt ihr beide Produkte? Hast du den schon mal ausprobiert und hast dich auch gefragt, lohnt sich das, 10 Euro auszugeben? Also ich muss ehrlich sagen, auf eine Regelmäßigkeit würde ich die 10 Euro oder die fast 10 Euro nicht ausgeben. Bin ich ganz ehrlich. Da greife ich echt wieder zu dem zurück. Na, also er steht ja auch schon in meiner Reserve, ist der komplett volle. Den habe ich einfach immer da. Aber so ab und zu sich mal was gönnen. Das Produkt ist fester, das reinigt dann einfach auch besser. Und vielleicht ist das Produkt für dich, weil es gibt halt doch den einen oder anderen, die mit dem nicht zurechtkommen, der reinigt halt schon ein bisschen besser, bin ich schon der Meinung. Hast du eine andere Erfahrung wie ich gemacht? Schreib mir das gerne mal unten in die Kommentare, das ist wichtig. Denn deine Meinung ist auch wichtig und wenn mein Zuschauer einfach deinen Kommentar sieht und abwägen möchte, was sagt sie da, was sagt der Kommentarschreiber, ist immer eine konträre Meinung einfach wichtig, denn wir sind super individuell. In diesem Sinne melde ich mich ab, sag danke fürs Einschalten, schön, dass du wieder dabei warst, gib diesem Video gerne einen Daumen nach oben und hinterlass einen Kommentar. Ich sag danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal, macht's gut, tschüss.